der Trump Tower immer noch ein Touristenmagnet in New York und versuchte Machtdemonstration von Trump. Am besten beschreibt man Donald Trump wahrscheinlich damit, dass man sagt, er stellt einen Milliardär dar, wie arme Leute sich einen reichen Mann vorstellen. Wenn man ihn tatsächlich vergleicht, ich habe schon viel mit Milliardären auch zusammengearbeitet, die sind oft sehr understated, bescheiden. Bescheidenheit, eine Tugend, die dem Ex-Präsidenten eher fremd scheint. Um sein tatsächliches Vermögen ranken sich seit Jahren viele Gerüchte. Keiner weiß genau, wie hoch es ist. Das Forbes Magazine schätzt es aktuell auf 3 Milliarden Dollar, für Trump in der Liste der 400 reichsten Amerikaner. Trump hat eine Vielzahl von Unternehmen geschaffen. Es sollen über 500 einzelne Unternehmen sein. Die Wahrnehmung von außen ist immer, dass es ein riesen internationaler Konzern ist. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Es ist im Grunde genommen ein kleineres oder mittleres Familienunternehmen. Deswegen muss er auch viele Dinge nicht öffentlich machen. Es ist keine Aktiengesellschaft. Trump ist umtriebig, hat mehrere Hotels und Casinos, wirbt aber auch für die Produkte anderer. Weltweit bekannt wurde er durch die Fernsehshow The Apprentice. Hauptsächlich ist Trump aber in der Immobilienbranche tätig und hat schon einige Pleiten erlebt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in New York City, nicht nur haben ihn die meisten Leute schon vor 20 Jahren, als ich dorthin gekommen bin, als Pleitegeier gesehen, sondern vor allen Dingen auch als Gauner. Sie wussten ganz genau, dem kann man nicht vertrauen. Experten sind sich sicher, dass Trump auch die Gerichtsbühne nutzen wird, um sich wieder einmal in Szene zu setzen.